Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Mediurs. Nach dem letzten Video waren eure Reaktionen einigermaßen großartig, wenn ich ehrlich bin. Weil ihr habt gefragt und ich oder wir vielmehr werden im Laufe der nächsten Wochen auf eure Fragen eingehen und antworten. Wenn ich will, dass sich etwas verändert, dann fange ich bei mir an. Okay. Die Frage, die nach dem Video zur Reaktion über den Vorfall in Mannheim immer wieder kam, war, wie reagiere ich oder was muss ich in einer solchen Situation tun, damit ich erstens am Leben bleibe und zweitens mein Patient am Leben bleibt. Denn in 80% der Fälle, bummeligen über 80% der Fälle, in denen jemand erste Hilfe braucht, ist es nicht der große, böse Unbekannte, sondern da ist es jemand außer unserem allernächsten Beritt. Allerengste Familie, allerengste Freunde, sehr, sehr, sehr lange, sehr, sehr viel nichts. Also ist die Chance, dass wir mal irgendwann an jemanden schrauben müssen, medizinisch, den wir sehr gut kennen, unfassbar hoch. Also, Daumen aus dem Gesicht, Nuckeln einstellen, fertig werden. Ganz so einfach ist die Nummer aber nicht. Und ich möchte euch so ein kleines bisschen was mit an die Hand geben, was sich bei uns im Alltag in Einsatzlagen, in Einsatzsituationen bewährt hat. Und wir fangen an mit dem Saumschema. So, was ist das Saumschema? Saumschema steht jetzt nicht für einen Rocksaum und Rocksaumkürze und Rocksaum 10 cm höher und der Elektriker muss kommen und die Steckdose höher setzen, sondern Saum steht für Stopp, Atmen, Umgebung wahrnehmen, Maßnahmen einleiten. Und das Ganze sieht ungefähr so aus. Mit Stopp ist gemeint, dass ihr wirklich einmal kurz aufstoppt, damit ihr nicht in irgendetwas rennt, wo ihr besser nicht reinrennen solltet. Messerstecherei solltet ihr nach Möglichkeit nicht reinrennen, wenn der Messerjocke da noch gerade irgendwie wild am Fuchteln ist. Was könnt ihr gegen dieses Wildfuchtelum tun als Zivilist? Das ist relativ einfach beantwortet und das wird vielen nicht gefallen. Nichts. Haltet euch den auf Abstand und ich meine wirklich auf Abstand. Ich meine nicht nur Armlänge. Fangt nicht an, irgendeine Bruce Lee Kickshow abzuziehen, weil in dem Moment wird er euer Schenkelchen filetieren. Wenn er es wirklich ernst meint und wenn er weiß, was er tut, filetiert er schneller euren Schenkel, als ihr laut Luft holen könnt. Lasst das. Den Schenkel braucht ihr noch für viele, viele andere Dinge. Vor allem in dem Moment, wo der tatsächlich dieses Renngestänge trifft, seid ihr das medizinische Auslaufmodell und das versuche ich gerade euch auszutreiben, okay? Gut. Wenn ihr zufällig einen Laternenfall in der Tasche habt, nutzt diesen. Die Damen, ihr Mädels, eure Handtaschen haben Größe und Gewicht eines mittelschweren Kleinwagens. Die haben entsprechend stabile Schulterriemen und somit seid ihr im Distanzvorteil. Wenn euch jetzt zufällig euer Lebenspartner, euer Freund, eure Freundin, how auch ever, rein zufällig einen guten alten Backstein, so ein Hamburger Rotbrand, in die Tasche gepackt hat. So be it. Der fällt im Gewicht in eurer Handtasche eh nicht mehr auf, hinterlässt bleibende Eindrücke und jetzt wird's wirklich bizarr. Er ist waffengesetzkonform. Er ist 42a konform. Sticht nämlich nicht. Dauert lange, bis er aus der Schädelkalotte rauseitert, aber er ist 42a konform. Das ist Deutschland. Welcome to Germany. Die Kerle da draußen, wenn ihr mit eurer Perle oder mit wem auch immer unterwegs seid, habt einen Regenschirm dabei. Und ich meine jetzt nicht irgendwie diesen Knirps oder so, sondern ich meine Regenschirm. Na, warum? Es wird Regen geben. Gab ein Lied von den Fanta 4, ich finde es ziemlich geil, passt. Was ihr bitte nicht macht, ist, dass ihr in Torwartmanier vor diesen Typen nach Möglichkeit in die Klinge springt. Das wäre doof, wäre lebensverkürzend, lassen, bitte, danke. Also, wir hatten gesagt, stopp, aufstoppen, atmen. Ihr atmet bis zu 5 Sekunden, tief ein.
Halte den Atem bis zu 5 Sekunden an. Atme bis zu 5 Sekunden aus. Atmen, anhalten bis zu 5 Sekunden. Und dieses Spiel macht ihr 2-3 Mal und werdet merken, euer Puls geht runter und mit Mal wird dieses komische Ding unmittelbar hinter den Augäpfeln wieder mit Blut und mit Sauerstoff versorgt. Und jetzt könnt ihr richtige Entscheidung treffen. Das Ganze sieht ungefähr so aus, dass ihr irgendwo an irgendeiner Unfallstelle oder wo auch immer ankommt. Kommt an, stoppt auf. Lasst den Blick einmal komplett durch die Einsatzstelle schweifen, von links nach rechts. Und das macht ihr gleich mehrmals. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In der Zeit, wo ihr diese Atemtechnik macht, nehmt ihr eure Umgebung wahr. Beim Verkehrsunfall qualmt es irgendwo, wo nichts qualmen sollte. Funkt es irgendwo, wo es nicht funken sollte. Nehmt ihr irgendwelche Gerüche wahr? Kraftstoff. Gut, bei Elektrofahrzeugen ist das mit dem Kraftstoff ein bisschen schwierig. Nevertheless. Austretende Betriebsstoffe. Wenn es da unter dem Auto irgendwo raustropft und irgendwie so bunt in der Sonne schimmert und scheint, dann nehmt ihr bitte nicht diesen Finger und macht einmal eine Geschmacksprobe. Lassen. Das kann eventuell auch Bremsflüssigkeit sein, die ist ätzend und das macht ihr auch keine 48 Mal. So, wir haben das Stoppen, die Atmung, wir haben die Umgebung wahrgenommen und jetzt laden wir die Maßnahmen ein. Als erstes den Notruf, denn ohne Notruf keine Hilfe. Beim Verkehrsunfall die Warnwestern, ja, die sieht scheiße aus, aber lieber im Moment scheiße aussehen als ein Leben lang tot. Ihr wisst es, ich bin eher vom sarkastischen Meer. Bei einer Messerstecherei draußen seht zu, dass ihr euch den Typen auf Abstand haltet und wegkommt. Ja, ihr wollt helfen. Lasst das. Diejenigen, die das ganze Treiben beenden sollen, können, dürfen und müssen, haben meistens irgendwelche komischen Uniformchen an. Früher waren die so komisch grün-beige. Das war so eine Farbkombination für Augenkrebskranke oder für Blinde. Ja, inzwischen erkennt man auch diese Uniform einigermaßen deutlich und vor allem sind das berufliche Waffenträger. Deren Aufgabe ist, das zu beenden. Wenn da jetzt feierlich alles am Boden liegt, was am Boden liegen sollte und keiner mehr mit dem Messer rumfuchtelt, jetzt könnt ihr Hand anlegen. Dann greift ihr zum Äußersten, greift zur Traumabandage, gegebenenfalls zum Tourniquet, zur komprimierten Gase, whatever, oder zu dem, was ihr habt. Und auch darüber werden wir uns in den nächsten Folgen definitiv kümmern, wie ihr teuer fancy Equipment definitiv improvisieren könnt. Nicht jeder kann sich eine entsprechende Ausrüstung leisten, nicht jeder will sich das leisten. Aber ihr solltet zumindest wissen, was ihr tun könnt in case of. So, das war das Saumschema. Tat's weh? Eigentlich nicht, oder? Und vor allem, wie gesagt, wir wenden das inzwischen im Einsatzalltag, in Krankenhaus, in Rettungsdienst, in Feuerwehr an. Das machen wir nicht ohne Grund. Und dieses Schema ist etwas, was sich für uns bewährt hat und uns mehrfach den Arsch gerettet hat. Okay, keine Angst, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Wenn doch, lasst mich über Social Media dran teilhaben. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt und es noch nicht getan habt, wäre ein Like ganz furchtbar nett. Dann abonniert den Kanal, dann bleibt ihr mich auf den Laufenden. Mit solchen Videos wird es weitergehen. Definitiv. Ihr fragt, ich antworte. Das meine ich ernst. Ich kann den ganzen Scheiß. Wenn ich will, dass sich in der Ersten-Hilfe-Ausbildung etwas ändert, fange ich an. Muss ich anfangen. Nach Michael Jackson, I'm starting with the man in the mirror. So einfach. Viel, viel mehr zu diesen Themen. Vorbereitung für den Fall das. Was tun, wenn? Und so weiter und so fort. Viel mehr dazu gibt es in unseren Kursen. Und auch in den Online-Kursen. Die Online-Kurse sind keine Kurse aus der Dose, sondern diese Online-Kurse sind tatsächlich, dass wir im Zoom-Meeting zusammenkommen. Wir touren vor, ihr touren nach. Wir können euch auf die Finger gucken. Klingonisch, ist aber so. Alles Weitere dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.